Hey ho, meine Lieben, willkommen zurück zu diesem Kanal. Ich freue mich heute, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir werden heute was? Herbstjahrweiß basteln. Genau. Wir haben verschiedene Ideen. Mal gucken, ob wir damit heute anfällig werden. Ich glaube, mit dem größten Teil müsst ihr wahrscheinlich bis morgen warten. War das schon? Was 18 Uhr ist. Irgendwie drehe ich immer nur in diese Uhrzeit. Total merkwürdig. Ich zeige euch jetzt mal Papas Utensilien, die wir gekauft haben. Und dann zeigen wir noch auf Josies Handy, was wir basteln. Weil die meisten Ideen sind Pinterest inspiriert. Und also würde ich sagen, wir starten jetzt mit diesem Video! So, das sind jetzt sozusagen die ganzen Bastelutensilien. Von Kränzen bis hin zu Korken bis hin zu allem eigentlich. Und hier sind Eiche und Eicheköpfe drin. Genau, und da sind Kastanien drin. So, wir beginnen erstmal mit einer DIY, die ich mir selbst ausgedacht habe. Und zwar braucht ihr dafür einen grünen Kranz, so ein bisschen buntes Dings und solche Nadeln. So, als allererstes werden wir hier erstmal die Schilder abschneiden. Von hier und von da. Und wenn das jetzt alles erstmal auspacken. So, und das Konzept ist eigentlich relativ einfach. Ihr nehmt jetzt diesen Kranz, dann diese Nadeln hier und versucht das alles irgendwie so in den Kranz zu stechen. So sieht das Ganze jetzt aus. Bei solchen großen Dingern sieht man das natürlich, die ganzen Dinger hier, aber ansonsten finde ich das Ergebnis sehr, sehr, sehr schön. Und jetzt machen wir mal weiter und so sieht Josie ihre aus. So, kurzer Zwischenstopp. Mein Kranz sieht so aus. Ich will noch versuchen, hier ein bisschen an der Seite zu machen. Also hier so, damit man die Seite nicht mehr sieht. Und so sieht Josie ihre aus. Ich hätte nicht gedacht, dass das Ergebnis so wunderschön sein wird. Oh, mein Kranz ist fertig. Ich habe versucht, die Nadeln noch so ein bisschen zu verstecken. Jetzt werde ich mal versuchen, dass ich die alle noch so ein bisschen stecke. Aber ansonsten finde ich, sieht das richtig, richtig schön aus. Und so sieht Josie ihre aus. Und? Fertig! Also, das ist Josie ihre. Und das ist meiner. Wir sind beide sehr, sehr zufrieden, ne? Ja. Und jetzt kommen wir zu DIY Nummer 2. So, als nächstes werden wir DIY machen oder DIY 2 machen. Und das ist Pinterest inspiriert. Und zwar werden wir dieses Glas hier selbst basteln. Was ihr dafür braucht, sind 2 Gläser, jede Menge kleine Äste und eine Heißklebepistole. Und jetzt werden wir jetzt erstmal die Heißklebepistole erhitzen. So, die Heißklebepistole ist jetzt heiß. Jetzt nehmt ihr ein bisschen Heißkleber und tut es auf euer Glas. Und klebt dann noch sofort einen Ast dran. So, der erste Stock ist dran und weiter geht's. So, kurzer Zwischenstopp. Wir haben immer ein Stück weit Platz gelassen. Ich habe mich gerade schon verkokelt. Und jetzt geht's weiter. So sieht Josies aus. Und so ist meins. So, kurzer Zwischenstand. Wir wollten gerade weitermachen. Und jetzt ist die Heißklebepistole dermaßen verklebt, dass wir nicht weitermachen können. Das heißt, wir müssen jetzt mal rauspulen, das Gröbste. Und dann hoffen, dass sie wieder geht. Die hat 15 Euro gekostet und die verklebt. Das finde ich mal richtig für den Arsch. So, ich bin jetzt fertig. Heißt die Pistole für den Arsch, 15 Euro Sand gesetzt, perfekt. Genauso soll es sein. Jetzt fackeln wir das Ding so an und kleben dann so, weil anders geht's nicht. So sieht das Ganze jetzt aus. Einige Äste sind länger, einige sind kürzer, aber ich finde, das macht so ein bisschen den Flair aus. Und dann kann man es abends anzünden. So, das ist mein Glas. Das ist Josie ihr Glas. Jetzt haben wir es endlich mal geschafft. Jetzt kommt das nächste DIY und zwar, zeigst du uns das bitte? Ist auch wieder Pinterest inspiriert. Das war die. Und zwar ist das diese süße, süße Eule. Dafür braucht ihr Kieferzapfen, Kulleraugen, Filz und ein bisschen Klebstoff. So, wir suchen uns gerade die Füße raus, ist auch schon die Farben. Ich werde einen schwarzen Schnabel und schwarze Füße machen und dazu rote Flügel. Und was macht Josie? Ich mache grüne Füße, einen grünen Schnabel und rote Flügel. Genau. Und jetzt malen wir das erstmal auf und schneiden das dann mit einer Schere aus. So, das sind meine Flügel, ein bisschen merkwürdig, aber ich glaube, das kann ganz gut aussehen. Dann haben wir hier, wo sind sie? Meine Nägel und meine Füße. Nein, die habe ich hier. So, als allererstes werde ich jetzt erstmal diese Kulleraugen da reinkleben. Ich habe nämlich Kulleraugen, weil da sind die auch so reingeklebt. So, meine Kulleraugen sind schon mal dran.
ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Und jetzt werden wir die Nase machen. Oh, guck mal, Leute, ist der nicht süß? Das sieht zwar so ein bisschen aus wie ein Pinguin, aber trotzdem kann man es halbwegs erkennen. Oh mein Gott. Ist das nicht putzig? Richtig, richtig, richtig niedlich. Ich habe jetzt die zweite Eule fertig. Die hat etwas kleinere Augen und trotzdem finde ich das sehr, 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 sehr süß. Und jetzt werde ich nochmal zwei machen. Zwei große und zwei kleine. So, jetzt habe ich zwei Eulen fertig und dadurch, dass das jetzt schon so spät ist, werden wir jetzt erstmal aufräumen und werden den Rest morgen machen. Das ist Josie, ihre Eule, die ist auch sehr süß geworden. Und werden jetzt erstmal hier das Chaos beseitigen. Und ich würde sagen, dadurch, dass wir es jetzt schon 20:39 haben, geht es morgen weiter mit dem Bilderrahmen. Seid auf jeden Fall gespannt. Und halt mit der Schnecke noch. Hey, meine Lieben, willkommen zurück. Heute ist der zweite Tag. Wie ihr sehen könnt, wir stehen auf dem Flur, weil wir nämlich was richtig, richtig Geiles vorhaben. Und zwar ist das auch wieder Pinterest inspiriert. Und zwar ist das irgendwie, blendet das total, Josie? Nee, doch jetzt. Das ist ein Bilderrahmen aus Holz mit Ästen drin und Lichterkette. Dafür braucht ihr Holz, Äste und eine Lichterkette. Und Holz haben wir da schon liegen. Stichsäge auch. Und das hier sind Stöcker. Genau. Lichterkette ist auch drin. Jetzt messen wir das erstmal aus, das Holz, und sägen das zurecht. Die Markierung jetzt in vier Streifen unterteilt, ungefähr 50 cm. Und jetzt werden wir das sägen. So, da haben wir vier gleich große Bretter. Jetzt machen wir nochmal eben das zweite Abmessen. Und dann schleifen wir. Und dann schleifen wir. So, da sind Josie ihre vier Teile, die anderen vier Teile sind da. Und jetzt schleifen wir das erstmal alles schön gerade. So, das ist jetzt sozusagen schon mal die Rohfassung. Josie ist jetzt beim letzten Teil am Schleifen. Und jetzt werden wir das einfach mit Nägeln zusammenhämmern. So, die Bilderrahmen sind fertig. Das war ein ganz schöner Kraftakt, müssen wir ehrlich gesagt gestehen. Aber es hat funktioniert. Und dann wisst ihr das, ob das wäre der größer als der. Aber nein. Nein, es sah noch so aus. Und jetzt werden wir die Stöcker da irgendwie reinmachen. Da kommt die Lichterkette da rein. Und dann sind wir auch schon mit dem DIY fertig. So, das ist jetzt schon mal der Rahmen. Da sind auch zwei Äste drin. Wenn ihr jetzt fragt, wir nehmen eine Heißklebepistole auf die altmodische Art und Weise. Und Josie macht jetzt gerade den zweiten rein. Und ich kann mir das Ergebnis richtig, richtig cool vorstellen mit einer richtig schönen Lichterkette. So, die Lichterkette ist auch schon, das wollte ich jetzt gerade rummachen. Allerdings, der Klebstoff ist noch nicht richtig trocken. Ja, irgendwie will der erst nicht. Gut, mein Bilderrahmen ist fertig. Jetzt muss ich das Ganze erstmal trocknen lassen durch den Heißkleber, bevor ich da die Lichterkette rummache. Aber ihr habt es auf dem Foto gesehen, wenn die Lichterkette rum ist, kann ich mir das richtig, richtig schön vorstellen. Und jetzt zeige ich nochmal dem Josie ihren. Und das ist Josie ihre. Ich bin mega happy, mega zufrieden mit dem DIY. Jetzt werden wir nochmal kurz Josies Glas ein bisschen richten. Und danach machen wir nochmal eben die Eulen zu Ende. Und danach kommen wir auch zum nächsten DIY. Und zwar sind das die Schnecken. So, wir waren ja gestern bei diesen Eulen stehen geblieben. Da ist mir jetzt allerdings ein Auge rausgefallen. Das werde ich jetzt nochmal eben dran machen. Und so sieht das Ganze dann aus. Hier sind so die Flügel, die finde ich sehr süß. Dann ist da die kleine Nase und da sind die Füße. So, jetzt nochmal schnell durch, was ihr braucht. Ihr braucht auf jeden Fall Kieferzapfen, Kuhlaugen, Schnäbel, also aus Filz ausgeschnitten, Eichelköpfe, Kulleraugen, Klebstoff und Flügel halt. Und fertig ist Eule Nummer 3. Ich finde die sehr, sehr süß. Ich schneide noch ein bisschen die Flügel, damit die Flügel ein bisschen kleiner sind. So, und fertig ist meine kleine Eulenfamilie. Da sind Josie ihre Eulen. Ja. Und jetzt kommt auch das letzte DIY. So, als nächstes werden wir diese süßen Schildkröten hier haben. Dafür braucht ihr Kastanien, Pfeifenputzer, wieder Kulleraugen, Eichenköpfe und Kieferzapfen. Als nächstes werden wir jetzt in jeder Kastanie Loch reinspießen oder reinmachen, damit wir die zusammenstecken können. Das ist jetzt der Körper. Bei Joseph ist der Körper etwas anliegender, bei mir etwas weiter auseinander. Weil da ist sie auch ein bisschen auseinander. Oh, da ist sie auch ein bisschen auseinander. Und das ist jetzt erstmal das Modell. Als nächstes werden wir dann hier einen Kieferzapfen draufkleben. Das ist Schnecke Nummer 1. Ich muss hier mal erst einen Moment stützen, weil die mir sonst umfällt. Und das ist Schnecke Nummer 2. Und jetzt werden wir uns von euch verabschieden und zeigen mal alles, was wir gebastelt haben.
So, ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit dem Bilderrahmen. Ihm muss ich jetzt die Lichterkette davor stellen, dadurch, dass das Ding noch nicht trocken ist, werde ich sie nächsten Tag auf meinem Instagram-Kanal mit Lichtern sehen. Das ist Josie ihrer. So, dann kommen wir jetzt zu dem wunderschönen Kranz. Man sieht zwar diese paar Drähte, aber das kann ich nicht ändern. Und trotzdem finde ich ihn sehr, sehr schön. Dann haben wir hier meine kleine Eulenfamilie. Meine eine Schnecke und das Teelichtglas mit Ästen. Hier haben wir Josies Eulenarmee. Hier ist die. Genau. Und da ist meine bekloppte grüne Eule. Genau. Dann haben wir hier einmal auch den Kranz, ihre Schildkröte und ihr Glas. So, ihr Lieben, ihr glaubt gar nicht, was das für ein Kraftakt war. Ich meine, ich bastel unwahrscheinlich gerne, aber erst hat gestern die Heißklebepistole schlapp gemacht. Dann wollte der Holzrahmen nicht so, wie wir wollten. Dann wurde das alles komisch schief. Dann mussten wir erstmal wieder alles rausreißen und alles gegendrücken. Und oh, dann habe ich 1000 Klebefinger an den Fingernägeln von Sekundenkleber, von Heißklebepistole, weil ich musste sie im Feuerzeug anzügen, weil die Heißklebepistole kaputt ist. Also das war jetzt ein Akt, jetzt freue ich mich, dass ich wieder Pause habe. Ich überlege ernsthaft, ob ich dies überhaupt Weihnachtsbasteleien mache. Aber wenn ja, ist auf jeden Fall wieder Josie mit dabei. Ja. So, mein Lieben, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Das könnt ihr natürlich gerne kostenlos tun. Und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Video wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.